Die 48-jährige Katholikin Amy Coney Barrett wurde zur Richterin am obersten Gerichtshof in den USA ernannt. Der US-Senat hatte ihre Berufung am 26. Oktober bestätigt. Lebensschützer begrüßen dieses Ergebnis. Jim Daly, Präsident der evangelikalen Organisation Focus on the Family, erklärte, dass das ein Sieg für Anstand, Güte und den Glauben an die Ideale der konservativen Rechtsprechung sei. Barrett stehe für einen neuen Feminismus sowie für Frauen, die das Leben, die Ehe, Kinder und den Glauben annehmen. Auch der deutsche CDU-Politiker Hubert Hüppe äußerte sich in einem Facebook-Beitrag zu der Ernennung. Seiner Meinung nach ist Barrett eine starke Frau und eine hochqualifizierte Richterin. Sie ist Katholikin und lebe nach ihrem Glauben. Dafür dürfe sie nicht verurteilt werden. Barrett gilt als strikte Abtreibungsgegnerin und Kritikerin der Gesundheitsreform des früheren US-Präsidenten Barack Obama. Sie tritt die Nachfolge der vor kurzem verstorbenen 87-jährigen Ruth Bader Ginsburg an. In Eritrea wurden erneut Glaubensgefangene aus der Haft entlassen. Laut Berichten vor Ort habe die Regierung 27 Christen freigelassen. Insgesamt seien nun 69 Christen wieder frei. Andrew Boyd, Mitglied von Release International, sieht diese Freilassungen als hoffnungsvolles Zeichen. Man müsse aber weiterhin dafür kämpfen, dass die rund 500 gefangenen Christen ebenfalls befreit werden. Es komme immer wieder zu erneuten Inhaftierungen von freikirchlichen Christen in Eritrea. This is an encouraging sign. We want to see them. Dies ist ein ermutigendes Zeichen. Wir wollen, dass sie alle freigelassen werden. Und mehr noch, es gibt keinen Grund, den Glauben in einem Land zu verbieten. Es gibt keinen Grund, warum die Ausübung des christlichen Glaubens in Eritrea verboten sein sollte. Wir wollen eine übergreifende Glaubensfreiheit in der Nation und rufen die Regierung in Eritrea dazu auf, den Einwohnern ihre rechtmäßigen Freiheiten zu geben. To give them the freedom that is theirs by right. Laut Boyd sei es nun wichtig, den Freigelassenen alle Hilfe zukommen zu lassen, die sie benötigen. Viele von ihnen waren 10 oder mehr Jahre in Gefangenschaft. Sie waren auf unbestimmte Zeit gefangen, nur weil sie etwas getan haben, was wir für selbstverständlich ansehen. Sich zum Gebet zu treffen, in der christlichen Gemeinschaft zu leben und in der Bibel zu lesen. Das sind die Gründe, warum sie in Haft waren. Sie waren eingesperrt und werden Hilfe und Unterstützung brauchen. Im Jahr 2002 wurden in Eritrea alle Glaubensrichtungen außer dem sunnitischen Islam, der eritreisch-orthodoxen, der römisch-katholischen und der lutherischen Kirche verboten. Daraufhin schloss die Regierung viele evangelikale Gemeinden und Pfingstkirchen.